Der 9. Oktober 89, das war so das entscheidende Datum. Schießen Sie oder schießen Sie nicht. Für uns stand das richtig auf der Kippe. Also ich hatte erst Angst, weil ob ich mit meiner Tochter hingehe oder ob ich es lasse, weil das Gerücht umging und das war ja auch so, dass also die Kampfgruppen ringsherum stehen. Und wir haben uns immer gedacht, schnell dranbleiben, dranbleiben, jetzt rutscht alles, wir müssen schieben, schieben, damit es auch vorwärts geht. Und morgens um 5:30 bin ich im Bad, möchte mich rasieren und habe ein kleines Radio und stelle das an und höre in Berlin, die Mauer ist offen. Mir schossen die Tränen in die Augen, so wie ich war, im Schlafanzug. Die Leute trommelten auf die Autos drauf, vor Freude, das war einfach, das vergisst man nie wieder. Überrascht, also wir waren alle überrascht. Die allgemeine Stimmung war aber gar nicht so die Freude, sondern eher die Sorge, was kommt jetzt? Weil wie soll das zusammengehen, Sozialismus, Kapitalismus, was soll das werden? Es brachte eine Lebensunsicherheit. Dass es besser wird, war für mich noch nicht rauszuhören. So. Es geht um die Zeit seit der deutschen Einheit, seit 1990. Seitdem sind inzwischen auch 30 Jahre vergangen. Und um diese unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen seitdem gemacht haben, zu zeigen, bieten sich insbesondere Erzählungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an. Für manche bedeutete die deutsche Einheit schlagartig eine Befreiung, weil sie, wie sie erzählen, endlich wieder durchschlafen konnten, weil sie keine Angst mehr hatten, weil sie vorher beispielsweise von der Stasi beobachtet oder verfolgt wurden. Andere wiederum hatten tatsächlich recht mit ihrer Befürchtung, dass die Veränderungen, die da auf sie zukommen würden, zum Nachteil oder auch mit schlechten Erfahrungen verbunden waren. Denn tatsächlich waren viele existenziell betroffen, beispielsweise durch Arbeitsplatzverluste. Zeitzeugen sind für historische Museen und Ausstellungen unabdingbar, weil sie zeigen, dass Geschichte uns alle betrifft. In der Ausstellungsinstallation, die wir im Rahmen von Museum 4.0 erarbeiten, sollen Besucherinnen und Besucher eigenständig mit den Zeitzeugenvideos interagieren, um so verschiedene Perspektiven auf die Ereignisse in den Jahren 1989 und 1990 zu entdecken. Um dieses Ziel mit einer großen Menge an Videos zu erreichen, nutzen wir automatische Analyseverfahren. Sie unterstützen uns dabei, neue Bezüge zwischen Zeitzeugenvideos herzustellen. Und besonders interessiert uns, wie einzelne Ereignisse individuell erlebt und empfunden wurden.